Sebastian hat wieder eine neue Aufgabe für uns. Er hat sich gemeldet. Und die machen wir auch jetzt gleich. Wir sollen ihn hier außerhalb treffen. Da bin ich gespannt, wie es mit seiner Schwester jetzt weitergeht. Sebastian, ein Relikt aus den Katakomben, das ein dunkles Opfer erfordert? Ich weiß, wie das klingt, aber wenn es hilft, lohnt sich das Risiko. Weiß Ominous auch davon? Er half, das Kryptorium mit Slytherins Zauberbuch zu finden. Nun gut, wenn Ominous dabei ist, werde ich auch kommen. Wir haben nicht viel Zeit. Solomon will Feldcroft verlassen. Was? Verlassen? Egal, du musst ihn hinhalten. Verschaff uns Zeit, Anne. Bitte. Ich versuche es. Ich melde mich. Solomon kann Anne nicht aus Feldcroft wegbringen. Wohin würden sie denn gehen? Sebastian. Unfassbar, dass mein Onkel Feldcroft verlassen will. Anne wird ihn hinhalten. Das muss sie. Wir brauchen Zeit. Zeit? Wofür? Ich habe mehr über das Relikt erfahren. Ich habe Slytherins Zauberbuch mit dem verglichen, was in der Bibliothek über Relikte und dunkle Opfer steht. Dabei wurde mir etwas klar. Ich glaube, das Relikt funktioniert nur in der Katakombe. Wir schaffen das. Wir müssen nur Anne in die Katakombe bringen und rausfinden, wie wir ein dunkles Opfer da bringen. Unsere größte Hürde könnte Ominous sein. Anne gibt dem Ganzen nur eine Chance, wenn er dabei ist. Und wir müssen es vor deinem Onkel verheimlichen. Wenn er zum Schulleiter geht, fliegen wir von der Schule. Ich regel das mit Ominous. Was meinen Onkel angeht, er ist kein Auror mehr. Was er nicht weiß, wird uns nicht schaden. Viel Glück mit Ominous. Bis zum nächsten Mal. Ich werde dir sagen, wann wir vier uns in der Katakombe treffen. Achte auf meine Eule. Bis bald dann. Wie, das war's jetzt schon wieder? Oh Mann, schon wieder einen neuen Auftrag aussuchen. Ja. Ja, komm, dann den hier. Vielleicht meldet er sich ja dann gleich wieder. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Ein Hybrid vielleicht. Springende Tentakula. Ich habe Ihre Aufgaben alle abgeschlossen, Professor Garlick. Wunderbar. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit die Pflanzenwelt etwas näher bringen. Mich hat sie bereits auf ewig verzaubert. Erst gestern habe ich stundenlang meine selbstdüngenden Sträucher und Ginsterbüsche beschnitten. Die Zeit verging wie im Flug. Im Nu ging die Sonne unter. Wenn es etwas gibt, das mich mehr begeistert als meine gedeihenden Pflanzen, dann sind es gedeihende Schüler. Nun, sind Sie bereit, Flipendo zu lernen? Kinn hoch. Locker halten? Es kommt alles aus der Hand. Versuchen Sie's. Bei diesem Spruch sollten Sie sich konzentrieren. Nichts ist peinlicher, als einen Freund umzustoßen, wenn man nur ein paar Töpfe verschieben wollte. Wunderbar gemacht. Wenn Sie noch etwas üben möchten, können Sie das gerne im Gewächshaus tun. Aber bitte achten Sie auf die Pflanzen. Okay.
So, dann versuchen wir den doch mal. Da ist er. Ein Naturtalent. Professor Garlick, hätten Sie einen Moment Zeit? Die Pflanzen ruhen, also ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Verzeihung, Professor. Vielleicht später. Ich dachte, die hat jetzt noch eine Aufgabe oder so. Sie reden möchten. Ja, nein. So, Aufträge. Ja, dann ja, warum nicht? Den hier. Ja, das hier oben. Ich sollte Deke vom neugeborenen Testral berichten. Müsste ich ja jetzt eigentlich schon zwei haben. Ach hier, nee, das dauert noch 10 Minuten. Okay. Hallo, Deke. Es wird dich freuen zu hören, dass ein Testraljunges geboren wurde. Wie schön, dass es nun mehr Testrale auf der Welt gibt. Diese missverstandenen Kreaturen. Es tut mir leid, dass du auch Testrale siehst, Deke. Diese majestätischen Tierwesen zu sehen. Manchmal wünscht sich Deke, er könnte das nicht. Doch Deke ist selbst schuld. Was meinst du damit? Vor Jahren sollte Deke seinem Meister helfen, einen Phönix, das seltenste aller Tierwesen, zu fangen. Der Meister hatte ihn auf einer Klippe entdeckt. Der Phönix war das schönste Wesen, das Deke je gesehen hatte. Deke flehte den Meister an, ihn in Ruhe zu lassen. Als Deke zögerte, die Klippe wie befohlen hochzuklettern, musste er sich selbst bestrafen. Während Deke sich bestrafte, wurde der Meister immer wütender und richtete voller Zorn seinen Stab gegen den Phönix. Der Phönix wollte seine Eier beschützen und schoss vor Angst und Wut vom Nest herab. Bevor Deke reagieren konnte, stürzte sein Meister von der Klippe. Deke blieb tagelang auf der Klippe und bestrafte sich selbst, bis Tobbs ihn fand. Eine entsetzliche Geschichte, Deke. Mein Beileid. Deke hat diese Geschichte nur Professor Weasley erzählt. Und jetzt Ihnen. Deke fragt sich oft, was wohl aus diesem Phönix wurde.
Deke hat Glück, in Hogwarts zu sein und bei der Rettung von Tierwesen zu helfen. Vielleicht kann Deke wieder gut machen, was geschehen ist. Okay, dann wäre auch das abgeschlossen. Ja. Was habe ich noch? Ja, dann nehmen wir jetzt einfach das hier. Die hat mir einen Auftrag gegeben und ist er schon wieder weg gewesen. Hier. Dann machen wir doch gerade hier weiter. Deke hat aufregende Neuigkeiten. Hallo Deke. Professor Weasley sagte, du hättest eine Idee. In der Tat. Deke weiß, dass sie sich für alle möglichen Tierwesen interessieren und hat kürzlich Gerüchte über ein Phönixnest auf einem Berg in der Nähe gehört. Ein Phönixnest? Ich frage mich, ob es dem Phönix gehört, den Natty erwähnt hat. Hinter dem sollen Harlow und die Wilderer her sein. Das würde Deke nicht wundern. Wenn Deke davon gehört hat, haben es die fiesen Wilderer sicher auch. Was heißt, dass er in Gefahr sein könnte. Na, dann sollte ich ihn lieber retten gehen, was? Ein so majestätisches Tier darf nicht in so niederträchtige Hände fallen. Deke hat irgendwie das Gefühl, dass die Rettung des Phönix helfen könnte, wieder gut zu machen, was mit Dekes altem Meister geschehen ist. Deke hofft, dass sie den Phönix finden und ihn in den Raum bringen können, wo er sicher ist. Das ist doch eine coole Aufgabe. Das ist doch eine echt coole Aufgabe. Hier, Weltkarte. Das war ein Fehler. Hey, still, keine Ahnung, was so schlimm am Wildern sein soll. Sind doch genug dumme Tierwesen für alle. War hier nicht noch so ein Schnellreiseding? Naja, egal. Eine Blockade. Rookwoods Wilderer sind schon hier. Bombarda! Die hält mich ja wohl nicht auf. Hä?
Ich habe nichts gesehen. Denkst du, Phönix Crucio? Diesen geklappt. Bombarda! Nein! Wo ist denn der? Der ist auf der anderen Seite. Du hast keine Chance. Bombarda. Ja. Defendo. Confringo. So, noch jemand. Ja, bleib doch hier. Fast, als wollte er, dass ich ihm folge. Ich muss ihn vor den Wilderern finden. Ah, wieso bleibt er nicht einfach hier? Man spricht über deine Fähigkeiten, aber ich fürchte. Geh mir aus dem Weg. Da ist er wieder. Wo denn? Befindung!
Pompada. Jawohl, gleich 27. Der Sieg kam keine Sekunde zu früh. Hey. Hey, lass mich runter. Ganz leicht zu spät. Das war für Wolkenschwinge. Eine Schande, was ihr mit diesen hilflosen Tierwesen gemacht habt. Ne, hier geht's auch nicht weiter. So. Nein. Das sieht gut aus. Bombarda. Da ist er. Hallo. Ich will dir helfen. Ich bringe dich in Sicherheit. Bringen wir dich zum Raum zurück. Deke wird sich freuen. Es ging ja doch einfacher, wie ich gedacht habe. Das sollte ich untersuchen. Komm jetzt, jawohl.
Torpedo! Confringo! Bombarda! Fiese Unholde! Confringo! Jetzt dürfte Schnellreise. Ja, funktioniert. Fanden Sie den Phönix? Ja, Deek. Ich habe ihn vor den Wilderern gerettet. Er ist hier bei mir, in Sicherheit. Bemerkenswert. Nun, worauf warten Sie? Deek kann es kaum erwarten. Welch Schönheit! Behalten Sie sie. Gut, dass Professor Weasley und Deek Ihnen vom Raum der Wünsche erzählt haben. Sehen Sie nur, was Sie vollbracht haben. So viele gerettete Tierwesen. Ein Phönix ist jetzt sicher. Dank Ihnen. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft, Deek. Vielen Dank. Deek ist dankbar für die gütigen Worte und auch froh, jemandem wie Ihnen behilflich gewesen zu sein. Nachdem Deek Ihnen mit so vielen Tierwesen geholfen hat, fühlt Deek sich so friedlich wie seit Jahren nicht mehr. Deek wird immer für Sie da sein, wenn Sie ihn brauchen. Dann kann man hier bestimmt auch wieder Tierwesen reintun, ja natürlich. Oh, ich habe keine mehr. Okay. Schönes Tier. Schönes Tier. Okay, das war's dann mit dem Part. Im nächsten geht's weiter. Mal schauen, mit welcher Mission. Dann bis zum nächsten Mal.